Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play South Park The Stick of Truth. Wir haben eine Aufwertung verfügbar, dann gucken wir mal, wo wir das machen können. Inventar, dann haben wir auch Sachen. Und hier möchte ich nicht gucken. Was ist denn ein Gesundheitstank groß? Der ist einfach groß. Ein Kuchenhappen, der 60% der Trefferpunkte wieder auffüllen. Machttank, der füllt unsere MP oder PP wieder auf. Wiederbelebungstrank, stopft diesen Taco in den Schlund deines Begleiters, um ihn wiederzubeleben. Und Kram, alter Baseball, ein Schokoflügelknochen und ein Spielzeugtruck. Ein Batteriefresser. Nein. Sowas. Oh, jetzt habe ich weggedrückt. Einmal zu viel. Der Luschenbogen. Ein mächtiger Bogen, der einem Elfenfeind abgenommen wurde. Ne, darum ist er ja auch ein Luschenbogen. Gut, sonst haben wir nichts Neues. Fähigkeiten können wir uns hier upgraden. Fähigkeiten. Ey, nein, Moment. Mit RB und RT. Vorteile, Magie. Vorteil ist was? Schützt meine Eier. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Können wir hier. Hier kann ich nichts machen. Ah, hier habe ich auch nämlich keine verfügbaren Vorteile, aber Aufwertung verfügbar. Okay, das sind zwei verschiedene getrennte Sachen dann. Knochenbrecher diese Hustensache ist echt scheiße. Knochenbrecher, verprügel deinen Feind mit einem Baseballschläger, fügt bei perfekter Durchführung zusätzliche Angriffe durch. Das können wir upgraden, dann wird die verbesserte Schlagtechnik erhöht und die verbesserte erhöht dann unseren Schaden. Oder etwas ganz Neues, Rambolen. Ein schneller Tritt in die Eier löst eine überraschend große Anzahl von Streitigkeiten. Betäubt bei perfekter Durchführung einen Feind. Haben wir die Fähigkeit denn schon? Da steht ja Level 2, also haben wir die wahrscheinlich schon. Das hier fand ich bisher, also, ich nehme das, weil das kenne ich. Ich nehme das, was ich kenne. Was ich kenne, ist gut. Das machen wir dann mal wann anders. So, Quests haben wir hier, Karte, Sammelobjekte, Freunde. Yay. Chin Pokémon. Aha. Ausrüstung. Ah, ein bisschen was haben wir hier schon. Okay, gibt also tatsächlich ein bisschen. Quests und so. Okay, so ein Zeug. Oder, Moment, können wir hier die bei den Quests auch... Ey! Irgendwie reagiert er nicht ganz immer so, wie ich will. Ne, wir können die Briefe nicht angucken. Gruppe. Okay, wir haben noch niemanden in unserer Gruppe, weil wir diese Fähigkeit... diese... nicht Fähigkeit, aber die... Der neue Quest, der Timmy Express. Okay. Weil wir dieses System unserer Gruppe noch nicht, gar nicht kennen, glaube ich. Nehme ich mal an. Also ich denke mal, das wird einfach so kampfmäßig sein. Ah, das ist Schnellreise. Cartmans Haus. Der Timmy Express. Das kenne ich sogar. Also die Folge. Was haben wir hier? Geld, Gesundheitstrank, Elfenohr. Gut, hier gibt's nichts mehr zu tun. Butters? What you? You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. Okay, aber wir gehen jetzt. Wir haben eine Aufgabe. Begleiter freigeschaltet, Butters. Hallo. Oh, was haben wir da? Kaputter Schwertgriff. Ich find's toll, diese kindliche Fantasie, was alles sein könnte. Ist hier hinten noch was? Hallo, Butters Mutter. Nee, du bist Cartmans Mutter. You kids be careful now. Oh, oh, jetzt habe ich sie in meiner Freundschaft. Aber meinte Cartman doch... Certainly has a lot of little playmates. He's such a friendly boy. Ja, aber Cartman meinte doch, sie ist gar nicht Teil des Spiels. Oh nein, hoffentlich findet er es nicht heraus. Hat sie gerade geblockt? Oh. Nein. Okay, aber dann können wir jetzt mal... Ja, wir haben Mrs. Cartman als Freund. Bei Gruppe, da. Können wir jetzt gucken. Butters. Butters ist ein Paladin, ein edler Krieger mit reinem Herzen und Geist. Seine heilige Kraft zerschmettert die Frevler und heilt die Verwundeten. Und wenn seine Fähigkeiten als Paladin nicht mehr ausreichen, verfügt er noch über die Angriffe seines alter Ego, Professor Chaos. Befindet er sich nicht im Kampf, kann Butters befohlen werden, alle verwundeten Verbündeten zu heilen. Oh ja. Ein ideales Opfer. Butters ist einfach so unschuldig, was in jedem das Bedürfnis weckt, ihm eine zu verpassen. Es ist doppelt wahrscheinlich, dass Feinde ihn im Kampf angreifen. Großartig. Also ein schöner Schadensmagnet. Heilende Berührung. Butters stiehlt die Entschlossenheit des Neuen und stellt damit TP wieder her. Hammer der Gerechtigkeit. Butters schwingt seinen Hammer gegen einen nahen Gegner, der angepisst wird. Sehr gut gegen Rüstung. Hammer der Stürme. Butters trifft alle Feinde, die nebeneinander stehen, mit massivem Schockschaden. Und auf Level 6 schaltet der Professor Chaos frei. Das gucken wir uns aber auch dann erst an. Können wir hier was machen? Können wir nicht auch irgendwie... Das habe ich mal... Moment, nein. Hier nach oben ist die Karte. Nach unten auf dem Stock ist die Gruppe. Nach rechts ist die Quests. Ja. Und nach links ist unser Inventar. Wir können auch... Genau.
Der rechte Stick nach oben. Da können wir das hier machen. Wir können hier schlagen. Auf X können wir schlagen. Können wir nicht auch irgendwie die schießen? Ich meine, das ging irgendwie. Ah ja, mit einem linken Trigger. Können wir zum Beispiel hier die Vase zerschießen. Ist hier irgendwas? Nee, das wird einem immer angezeigt. Wenn man irgendwas zerschießen kann, dann kommt da halt so ein Visier. Also ja, ich hab's halt, wie gesagt, mal etwas ausprobiert. Hier kriegen wir die kaputte Glühbirne. Da oben ist Jesus. Können wir Jesus nicht abschießen? Nein. Should we shit on his couch? Nein! Butters. Butters ist komisch heute. Gehen wir mal nach oben. Also ich habe nicht weit gespielt, ich habe die Story-Dinge auch immer übersprungen. Darum bin ich gerade sehr begeistert von diesen, weil die wirklich einfach die Qualität der Serie haben. Sind ja auch von Matt und Trey Parker. Also Matt Stone und Trey Parker heißen die so. Ich habe bestimmt die Nachnamen vertauscht oder sowas. Nein, Butters! Alter, ich sammle jetzt erstmal die Scherben ein. Butters ist heute sehr komisch. Er möchte hier... Nein, das machen wir nicht. Was haben wir hier? Päckchen mit Urzeitkrebsen und leckere Schamhaare und Geld. Ich hab dir gar nicht zugehört gerade, Butters. Da musst du dich dran gewöhnen. Hier irgendwas noch? Nein, nur die Vasen. Aber auch da gibt's wieder Keramik. Gehen wir auch hier wieder duschen und lassen das Wasser an. Und ich leg den Controller wieder auf meinen Tisch. Denn so kann ich deutlich schneller drücken und... So, dann kriege ich auch hier den Klumpen Scheiße. Das Item quasi für alle, die bereit sind, ordentlich durchzudrücken auf dem Controller. Da ist ein Bild von Cartman mit seiner Mama da hinten und hier die Glühbirne. Nehmen wir auch mit. Da ist Cartman. Ich find's toll, weil die meisten... This is where the magic happens. Last week, Cartman's mom was here with a few men having a whole lot of magic. She was doing hand magic and butt magic. Interessant. Also, aha. Vieles hier kennt man halt aus der Serie. Also, ich habe auch schon einiges erkannt. Ich habe es ja auch ab und zu mal gelacht. Hoho, haha. Können wir hier noch was machen? Nein. Crackpfeife, langweilige Perücke, purpurne Farbe, Antonio Banderas Liebespuppe und der Milchmann. Okay, nehmen wir einfach alles mal mit. Was kann das in den Händen eines Kindes schon für Schaden anrichten? Unterhose, Geld, schwarzer Donner, Niederleidenschaft und der Hase. Okay, es gibt also jede Menge einsammelbarer Dildos. South Park ist South Park. Was will man da sagen? Gut, gehen wir mal in Cartmans Zimmer. Es würde mich fast nicht wundern, wenn wir da ähnliche Gegenstände finden. So, hier die Glühbirne. Doch, doch. Okay, hier gibt's einfach ganz, ganz viele Sachen, die man kennen kann. Das sind einfach ganz, ganz viele Easter Eggs. Der Awesome, den kenne ich noch. Kenne ich hier noch irgendwas anderes? Ich gucke gerade mal. Ja, da ist das Raccoon-Kostüm. Da auch hinten ist ein Terrence und Philip Poster oder Pappaufsteller. Also ja, wahrscheinlich, wenn man die Serien besser kennt als ich, dann ist hier noch mehr drin für einen DVD. Fatty Doodoo. Doppelkinn. Kann man hier einsammeln. Und ein Waschbären-Poster. Who is the cool? Einfach alles mitnehmen. Wieso redet es nicht mit mir? Frechheit. Oh, wir haben es kaputt gemacht. Oh, ist das schön. Da ist Mr. T. Oh, eine Glaubens-CD. Geld. Super Tannenfeim, Eintrittskarten. Es ist wirklich Brad Pitt Überlebensset, okay. Es ist wirklich ein riesiger Haufen einfach Easter Eggs. Oder was heißt Easter Eggs? Einfach Anspielungen auf die Serie. Ich habe mir auch immer mal vorgenommen, die Serie mal einfach im Stück auch nochmal komplett nachzuholen. Also alles Folgen, die ich noch nicht kenne. Den Song kenne ich sogar. Ist eine der besten Folgen, die ich kenne. Machen wir es trotzdem mal aus, weil es mich ablenkt. Das ist eine der besten Folgen, die mit dem Schwimmbad und dem Minority-Song. Selbst auf Deutsch, Minoritäten. Das ist auch eine tolle Übersetzung.
Also ja, die South Park-Serie, ich muss die irgendwann komplett mal nachholen am Stück. Aber es sind so viele Folgen halt, also... Na gut, irgendwann nehme ich mir einfach mal die Zeit. Hätte ich das eigentlich machen können, deshalb, wo ich nicht aufgenommen habe, weil mein Hals das nicht zulassen wollte. Das können wir nicht aufmachen, aber wir haben doch für irgendeine Garage Schlüssel bekommen. The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladins seek justice for all races. Yay! Butters ist ein guter. If you ever need your horse reshoed, let me know. If you ever need your horse reshoed, let me know. Ja, okay. Die Musik ist großartig. Wenn du ein glänzendes Objekt entdeckst, kannst du mit einer Distanzwaffe darauf schießen. Bei aktiver Distanzwaffe halt LT gedrückt. Da oben sehe ich schon was. Nein, ich muss dieses Ding einsammeln. Ein Schimp-Pokémon. Du hast dein erstes Schimp-Pokémon gefunden. Sammle sie alle. Drücke Select, um es dir im Sammlungsbildschirm anzusehen. Du hast einen neuen Freund, Dagi. Sammelobjekte. Schimp-Pokémon. Nein, RB. Okay, so. Juju Netsumi. Das ist großartig. Auch den Schneemann verprügeln wir. Da war ich schon oben. Was war gerade nochmal unsere Aufgabe? Wir sollten Leute einsammeln, oder? Quasi Leute für Cartman besorgen. Können wir das hier kaputt machen? Ja, aber hier will ich noch gar nicht lang. Hallo Eltern, ich habe Freunde. Werfen Sie mich jetzt wieder raus, wenn ich Butters dabei habe? Ich meine, ich habe ja jetzt Freunde. Hallo. Ouch! You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. You're really gonna go outside with that hair? Fick dich. Oh, look, you've made friends. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Natürlich. No. Können wir Leute blocken hier in diesem Spiel? Können wir hier noch irgendwas? Wir können doch bestimmt, als wir das letzte Mal hier waren, konnten wir noch keine Sachen zerschießen. Ah. Eine Glasscherbe. Na gut, die kann man immer gebrauchen. Das weiß man ja. Und ein Zahnrad auf Feder. Und oben waren noch ein paar Räume beim letzten Mal. Also allgemein waren die Räume ziemlich ungestaltet, weil überall Kisten rumstanden. Ah, jetzt können wir uns hier auch mehr umgucken. Gut, ein Karton bleibt da. Und da ist unser Terence und Philip Rucksack. Da passiert nicht viel, okay. Wir können an den PC. Ah, da kommen wir einfach nur ins Menü. Du hast einen neuen Freund, Mom. Was schreiben die Leute denn? Gucken wir mal. Clyde, fick dich, Neuer. Alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen, das schwöre ich. Hab dich auch lieb. Butter schreibt, ich soll mein ganzes Taschengeld spenden, weil das eine der Regeln für Paladin ist. Weiß jemand, wem ich es geben soll? Dein König verlangt seinen 10. Paladin. Komm für ein Gespräch zu mir. Es ist großartig, wie toll sie hier einfach die Charaktere auch treffen. Na gut, warum sollten sie es nicht treffen? Es sind die richtigen Schreiber. Es ist nicht einfach nur irgendeine Franchise-Sache einfach. Es ist nicht einfach nur die Verwertung des Namens, was es ja oft ist bei bekannten Sachen, wenn das für Spiele rauskommen. Nein, das haben sie hier selber gemacht. Ich meine, es gab auch viele beschissene South Park-Spiele hier vor. Das scheint jetzt tatsächlich bisher wirklich gut zu sein. Das Gameplay war auch okay, also es war zumindest nicht nervig bisher. Ein Papierkügelchen. Kleidungsfetzen. Warum auch immer man die im Schrank hat. Schraubenzieher und Geld. Was haben wir hier? Die Kacke, die gepinkelt hat. Okay, ein interessantes Buch. Schöne Abendlektüre, kann ich mir sicher gut vorstellen. Geld. Ach, hier ist gar nichts runtergefallen. Und Gemälde an der Wand, die sehr künstlerisch sind. Na, hier war ich schon. Obwohl, hier kann man noch Sachen zerstören. Wenn man noch Sachen zerstören kann, werde ich das auch machen. Gut, ich werde wahrscheinlich alles einsammeln, was es im Spiel gibt, aber gerade habe ich noch irgendwie so ein bisschen die Motivation dazu. Gut, gehen wir weiter. Junger Begleiter. Junger Butters. Okay, manche Sachen respawnen auch einfach nach einer Weile. Oh, es gibt ja auch wieder neue Sachen da tatsächlich. Na gut, dann werde ich vielleicht
mir jetzt schon mal angewöhnen, nicht alles einzusammeln, sonst könnte das eine ganze Weile dauern. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Let's Play South Park The Stick of Truth. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das war's von mir für heute. Tschüss.